Hallihallo und willkommen zu einem neuen Tutorial für das Spiel Train Fever. Im Forum haben wir die Anfrage bekommen, wie man Wendeschleifen bauen kann, und deswegen wollte ich das erstmal ganz schnell zeigen. Wir bauen uns zuerst einfach einen Bahnhof an einem lieben Stadt und schließen den dann ganz normal mit einer Schiene an. So können wir den Bahnhof auch direkt betreiben, denn wir wissen ja, in Train Fever können Züge auch einfach im Bahnhof drehen. Wenn wir aber eine Wendeschleife bauen möchten, dann können wir das natürlich ganz gerne tun, indem wir einfach hier einmal im Kreis fahren und dann uns hier wieder anschließen. Hier können wir uns auch überlegen, machen wir das Ganze jetzt zweigleisig, das heißt einfach hierhin und dann zweites Gleis weiterführen lassen, oder eingleisig, also einfach direkt anschließen. Das ist beides kein Problem. Hier mache ich es jetzt mal zweigleisig. So. In dem Fall kann man natürlich auch überlegen, ob wir einen Rechts- oder Linksverkehr haben möchten. Ich habe es hier noch nicht ganz angeschlossen, merke ich gerade. Das müssen wir natürlich noch erledigen. So, also wir können uns überlegen, ob wir Rechts- oder Linksverkehr haben wollen. Also ob wir die Züge so rumlassen fahren möchten oder halt so rum. Machen wir hier in dem Fall mal einen Linksverkehr. Wie wir jetzt die Züge auf diese Linie zwingen können, zeige ich euch sofort. Aber zuerst einmal bauen wir uns noch schnell einen kleinen Bahnhof hier hin, um die Linie zu vervollständigen. Der führt natürlich einfach dann irgendwo hin, wo ihr auch immer eure Linie hinführen lassen wollt. Aber hier geht es ja jetzt nur um diese Wendeschleife. Und dann kann ich euch direkt demonstrieren. Natürlich, der kürzeste Weg wird von Train Fever gesucht. Das heißt natürlich, der Zug dreht aktuell im Bahnhof um. Mit einem Signal können wir dem Zug sagen, wo er langfahren soll. Machen wir das mal, klicken hier hin und sehen, es ändert sich nicht wirklich was. Das ist, weil die Signale nur kleine Hinweise sind und vom Spiel benutzt werden, ja, können, aber nicht müssen. Wenn wir jetzt aber hier auf Einbahnverkehr stellen, zwingen wir den Zug in den Bahnhof auf dieser Spur, und das heißt, er kann hier nicht zurückfahren, muss also außenrum fahren, und dann wird er hier unser zweigleisiges Stück benutzen. Das heißt, mit einem einzigen Einbahnsignal vor dem Bahnhof oder auch im Weichenbereich bei zweigleisigen Strecken können wir den Zug in die Wendeschleife reinzwingen. Und das war's auch schon. Wir können jetzt ganz normal unsere Linie weiterbauen. Ich habe es ja hier nur mal angedeutet. Kaufen uns ein Depot, kaufen uns dann einen Zug, ein paar Waggons dran, und dann weisen wir dem die Linie zu. Und schon fährt der Zug raus und wird schön seine Runden drehen, und zwar über die Wendeschleife, ohne dass er sich einfach wie von Geisterhand dreht. Ja, das war's dann auch schon in diesem Tutorial. Kurz und knapp erklärt, wie man Wendeschleifen benutzt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ich konnte euch helfen, und sage jetzt danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.